Ihr Lieben, willkommen zu einem weiteren Kaptorger Geschichtsnerdismus Podcast. Heute mal nicht mit mir, dem Philipp und dem Adam, sondern heute mit mir, dem Philipp und einem Kollegen und Freund von uns, dem Adrian Latsch. Das ist ein Historiker und viele von euch werden ihn wahrscheinlich kennen aus YouTube. Dort macht er nämlich Videos unter dem Namen Armidas. Ja, hallo Adrian. Hi, freue mich hier zu sein. Ich freue mich auch sehr, dass es geklappt hat. Wir wollten ja schon länger mal was miteinander machen und endlich konnten sich die Termine mal synken. Das ist schön. Ja, und der Armidas, also der Adrian, der hat letztens bei sich auf dem Channel ein Video gemacht zum Thema Krieg und menschliche Sozialsysteme, also die Entwicklung von Krieg, Konflikt, Kampf etc. und wie das eben auch in menschliche Sozialsysteme hineinpasst, warum das immer wieder passiert und. Und ich fand, das ist ein ganz interessantes Thema, weil damit habe ich mich in meiner Laufbahn auch schon sehr viel beschäftigt. Natürlich, gerade wenn man archäologisch mit dem Frühmittelalter arbeitet, dann kommt man ja sehr häufig mit sowas in Berührung, aber auch in anderen Zeitstellungen natürlich. Also Kampf und Konflikt in irgendeiner Form gab es, ja, so wie wir das nachvollziehen können, eigentlich quasi immer. Und da will ich auch schon gleich mal einsteigen. Warum sage ich quasi immer? Ne? Denn die Menschheitsgeschichte ist ja eigentlich relativ lang. Also wenn man jetzt von dem laienhaften Begriff Geschichte ausgeht. Wir Historiker und Archäologen sehen ja Geschichte als das, was man durch Schriftquellen fassen kann. Und davor ist dann eben die Vorgeschichte. Und aber wir reden jetzt mal von der gesamten Menschheitsgeschichte als Zeitspanne, etwa 2,5 Millionen Jahre, manche sagen bis 3 Millionen Jahre, also von den ersten sehr frühen Vormenschen bis zu uns heute. Und die Zeit, wo wir ja anhand von Schriftquellen oder auch anhand von exponierten Funden eben Kampf, Konflikt, Krieg gut nachweisen können, die ist tatsächlich gar nicht so lange. Ja, also es geht dann vor allen Dingen mit der Jungsteinzeit los und trotzdem sollte man mal ein paar Worte sagen zu dem ganzen Zeitabschnitt davor, nämlich das, was wir auch als Jäger- und Sammlergesellschaften kennen. Aber da ist ja das Einzige, was uns heute weiterhilft, zu gucken, rezent in der Ethnologie, sagte man früher. Wie heißt es heute? Volkskunde oder? Gute Frage. Ja, es gibt eben solche kundlichen Lehrstühle auch noch, die so Sachen untersuchen, also auch bestimmte Zivilisationen, die es auch heute gibt, die aber eben nicht so leben wie wir. Ne? Und da kann man ganz interessante rezente Beobachtungen machen. Man muss dann eben nur aufpassen, dass einem klar ist, das ist eben nicht das, was vor 100.000 Jahren war beim frühen Homo sapiens, sondern es ist heute. Man kann sich theoretisch vorstellen, wenn die in solchen Sozialsystemen leben, Jäger und Sammler, wie man sich das auch für die Vor- und Frühmenschen vorstellt, aber man kann eben nicht hundertprozentig sagen, so war es dann damals auch. Ja, das nur vorweg und was fällt dir denn ein dazu? Jetzt spiele ich den Ball mal an dich. Ja, du hast es eigentlich schon sehr gut so zusammengefasst, finde ich. Ist natürlich immer sehr schwierig, weil wenn man sich irgendwie versucht, über die Menschheitsgeschichte irgendwas herzuleiten, gerade wenn man dann von wirklich den ersten Anzeichen von menschlichem Leben, dann wie gesagt vor 2,5-3 Millionen Jahren, da kann man das, ja, wie du schon gesagt hast, nicht wirklich hundertprozentig irgendwie greifen. Und gerade mit modernen Beispielen zu arbeiten, ist ja generell auch immer ein bisschen schwieriger. Und das Ganze auch
in so ein Podcast-Thema natürlich reinzubringen, wenn wir hier so eine Stunde Zeit haben jetzt, erklär mal die Menschheitsgeschichte habe das ja damals in meinem Video, ich weiß gar nicht mehr, wie lang es war, 10 Minuten, 15 Minuten, da irgendwie zu versuchen, irgendwie die ganze Facetten, also alle Facetten davon irgendwie zu greifen, ist natürlich sehr schwierig. Aber was wir natürlich haben, sind auch ganz, ganz viele Forschungsansätze. Und da bin ich auch sehr gespannt, was du denn dazu so gemacht hast, weil ich habe da jetzt tatsächlich noch gar nicht so, ich wollte mich ein bisschen überraschen lassen für den Podcast heute. Und dieser Übergang, dass wir dann wirklich daherkommen, dass wir zwei Individuen haben, wo der eine vielleicht ein Problem mit dem anderen hat und die beiden dann irgendwie einen Konflikt lösen müssen, dann hinzu, dass wir wirklich staatliche Institutionen haben oder zumindest am Anfang noch stammliche Institutionen, wo dann jemand, der irgendwie ganz oben an der Spitze steht, sagt, okay, wir als stammliche Entität oder später als staatliche Entität haben jetzt ein Problem mit einer anderen staatlichen Identität und das Individuum hat eigentlich gar nichts mehr so damit zu tun. Und wieso sollte jetzt Individuum A gegen Individuum B von einem anderen Staat kämpfen? Also da hätten wir dann die Diskrepanz, die mich so daran reizt, was ist jetzt eigentlich sinnvoll, wenn man das Ganze so an der menschlichen Natur betrachtet. Ja, das Problem dessen, dass im modernen Krieg, siehe auch Erster, Zweiter Weltkrieg, aber eigentlich ja dann auch schon vorher in der Neuzeit der einzelne Kombatant überhaupt nichts mehr zu tun hat, so wirklich mit dem Kriegsziel und dem, was die Anführerriege da quasi erreichen möchte. Ne? Also wenn du jetzt zum Beispiel schaust, wie auch man dann in Berichten aus dem Ersten Weltkrieg, wo es dann für die Leute auch teilweise merkwürdig war, die dann aus sehr weit entfernten unterschiedlichen Gebieten von Deutschland kamen und die dann eben dort zusammen waren, die sich teilweise gegenüber genauso fremd waren wie dem Gegner, noch häufiger liest man ja sowas und noch schlimmer scheint es gewesen zu sein, offenbar in der K&K-Monarchie mit den Armeen von diesem Vielvölkerstaat eben und. Also ich verstehe, was du meinst, weil bei einer stammlichen Identität da hast du ja wenigstens noch so einen gewissen Bezug, aber das kommt dann eben auch auf die Größe der Gruppe an, weil auch im Bereich Jäger und Sammler hattest du ja wahrscheinlich auch nicht nur Konflikte 1 gegen 1, sondern tatsächlich auch Gruppe gegen Gruppe, sollte man annehmen. Ja, wenn es nun um Nahrungsstreits geht oder. Und was wir eben kennen aus diesen rezenten Beobachtungen ist, dass gerade bei sehr kleinen Gruppen solche Auseinandersetzungen teils hoch ritualisiert ablaufen. Ja, also dass man, dass es häufig gar nicht zum Äußersten kommt, sondern dass man voreinander steht, bestimmte rituelle Sachen macht oder es einen Stellvertreterkampf gibt und dann eine Seite entscheidet, okay, wir haben jetzt verloren, ne, und geht. Was ja gerade sozialpsychologisch einen Haufen Sinn macht. Denn wenn so kleine Gruppen dann einmal wirklich bis zum Tod kämpfen, dann ist der oder das komplette Bestehen der Gruppe natürlich in Gefahr. Ne? Mhm. Und es scheint so zu sein, dass sich in kleinen Gruppen in Umständen, wo man ausweichen kann, wo man eben jetzt nicht davon abhängig ist, dass man exakt auf diesem Stück Land bleibt, weil dort ist mein Feld und das habe ich angebaut, wenn ich das jetzt nicht ernte, wenn Erntezeit ist, dann werde ich verhungern, ne? Das ist dann schon was ganz anderes, aber wenn ich in so Jäger- und Sammlerverhältnissen bin, dann kann man halt ausweichen und dann wird Ausweichen im Zweifelsfall besser sein
als wirklich sich gegenseitig bis zum Tod zu bekämpfen. Aber das sind alles natürlich auch nur Mutmaßungen. Ja, da fehlen uns natürlich auch die archäologischen Funde weitestgehend, gerade aus dieser altsteinzeitlichen Periode. Mhm. Wo es dann auffällig wird und wo auch archäologisch nachvollziehbare Gewaltakte zunehmen, ist mit Beginn der Jungsteinzeit. Also die beginnt ja am Mittelmeer wesentlich früher, Ost-Mittelmeerraum in der Levante und dann irgendwann so, ja, im 5. Jahrtausend vor Christus kommt es dann auch hier an, erst im Süden und dann immer weiter sich nach Norden ausbreitend und dort haben wir dann tatsächlich Befunde, wie zum Beispiel das sogenannte Massaker von Thalheim, falls dir das was sagt. Ja, ja, das sagt mir tatsächlich was. Ja. Genau, ja. Wo mehrere, ich weiß jetzt nicht genau wie viele, ich glaube über 30 Leute dort eben, ja, ich sag mal, nachdem sie umgebracht wurden und das kann man auch ganz gut nachweisen, dass die mit solchen wahrscheinlich geschäfteten Steinäxten umgebracht wurden, wie es damals üblich war, die dann eben alle in eine Grube geworfen, übereinander die Grube zu. Und was dabei vor allem auffällig ist, ist, dass unter den Toten keine jungen Frauen sind. So, also die Angreifer dürften eben die jungen Frauen mitgenommen haben. Ne? Und das ist eine große Zäsur und die hängt aber natürlich auch mit der Umstellung der Wirtschafts- und Sozialweise vom Leben Jäger und Sammler auf Jungsteinzeit. Ja, wo es dann auch so umschwingt, dass man wirklich auch eine Verbundenheit zu irgendeiner Lokalität hat. Also man wird sesshaft, man baut Gebäude, man muss, wie du schon sagst, dann Sachen anpflanzen, Sachen ernten, um zu überleben und dann geht man nicht einfach weg, wenn da jemand kommt und sagt, ja, wir wollen jetzt dieses Land haben. Ja, genau. Ja. So ist es. Und etwas anderes kommt auch noch dazu. Die Jungsteinzeit ist vielen Leuten ja immer gar nicht klar. Die ist deswegen so besonders, weil erstens gibt es ein großes Bevölkerungswachstum, auch wenn der Gesundheitszustand der einzelnen Menschen sich eher verschlechtert. Trotzdem stehen wesentlich mehr Nährstoffe zur Verfügung. Frauen zum Beispiel stillen wahrscheinlich auch nicht mehr so lange, weil man dann eben auch Ersatzmilch beispielsweise zur Verfügung hat. Und ja, ich sag mal, stillen ist jetzt kein Kontrazeptiv, aber es ist wohl so, könnt ihr uns auch gerne verbessern in den Kommentaren, wenn es nicht so ist, aber ich habe noch gelernt, dass wenn Frauen stillen, dass dann die Empfängniswahrscheinlichkeit deutlich sinkt. So, das also jedenfalls hatten wir das damals in den Vorlesungen noch so, dass auch in rezenten Beobachtungen man das sieht in Jäger- und Sammlergesellschaften, dass dort, wo Frauen ihre Kinder bis zum 4., 5. Lebensjahr stillen, dass dort im Schnitt wesentlich weniger Nachkommen geboren werden als in Gesellschaften, die eben, ja, wie wir heute leben. So, also ist ja, letztendlich ist die Jungsteinzeit ja auch der Beginn all dessen, wie wir heute immer noch leben. So. Und was noch ganz wichtig ist, ist, du hast mit dem Getreide zum ersten Mal ein Medium, was du dir auf Vorrat legen kannst. So. Hm. Das geht mit Fleisch beispielsweise nicht. Oder nur, wenn Eiszeit ist. Aber sehr bedingt dann erst später, wenn das Salz und Pökeln und sowas aufkommt. Ja. Aber du hast natürlich den Vorteil und siehe auch dann damals im Zweistromland zum Beispiel, die ersten Bezahlungsmittel waren unter anderem Getreide, ne? Also hier ein Scheffel oder wie viel auch immer. Und nun hast du plötzlich zum einen die Situation, dass du andere Leute dafür bezahlen kannst, dass sie für dich kämpfen.
Ja. Dass du Leute wirtschaftlich von dir abhängig machen kannst. Und dass du eben auch tatsächlich Beute machen kannst, wo du dann eben noch mehr hast und noch mehr Leute für dich bezahlen kannst, die kämpfen. Ne? Und das ist in meinen Augen immer der eigentliche Clou hinter der Sache. Ne? Also dieser radikale Einschnitt im Wirtschaftssystem, der dann das Sozialsystem insofern verändert und organisierten Konflikt dann überhaupt erst möglich macht in Zukunft. Mhm. Ja. Das finde ich auch immer sehr spannend, weil ich habe gerade neulich auch, ich kann jetzt, ach, jetzt fällt mir der Autor nicht mehr ein, ich habe neulich noch eine Studie gelesen, wo es darum ging, dass wir uns ja heutzutage davon so ein bisschen wegentwickelt hätten, also dass dieser Ursprung von Krieg in den letzten paar tausend Jahren eigentlich immer das war, dass der Mensch irgendwelche Formen von Ressourcen haben wollte. Ja. Ob es jetzt einfach Land ist, ob es jetzt Öl ist oder Kohle oder irgendwas. Es ging immer um irgendeine Ressource und letztendlich irgendwie in der moderneren Zeit um Geld irgendwie. Ja. Und dass wir uns heutzutage, also so in den letzten 50, 60 Jahren davon so ein bisschen wegentwickelt hätten, mit großem Konjunktiv, ne? Weil es heutzutage einfach nicht mehr lohnt, für diese Dinge Krieg zu riskieren, wenn wir es uns heutzutage durch den Welthandel einfach günstiger kaufen können. Also wir können uns ja heutzutage, kann man sich ja alles kaufen. Und wieso soll man dafür dann noch für Milliarden und Milliarden Krieg führen, wenn es einfach so geht? Und das fand ich tatsächlich sehr spannend, weil viele Leute führen ja so diese relativ friedliche Zeit, in der wir heutzutage leben, zurück darauf, dass wir eben zwei große Weltkriege hatten und dass das so ein bisschen abgeschreckt hat, die Menschheit. Was ist jetzt mit dem dritten Weltkrieg? Aber das ist halt eben nochmal so eine wieder auf den Ursprung des Ganzen zurückführende Theorie, dass wir eben heutzutage theoretisch gesehen gar keinen Krieg mehr bräuchten, um das zu erreichen, was wir eigentlich wollen. Ja, das sehe ich ja genauso. Du hast ja auch vorhin schon an meinen Ausführungen zur Jungsteinzeit gemerkt, ich bin ja ein großer Vertreter der These, das Wirtschaftssystem bestimmt das Sozialsystem, nicht umgekehrt. Ne? Und die letzten Kriege, in denen es wirklich um Land ging, jedenfalls bei uns hier, das muss man ja auch noch sagen, also woanders auf der Welt toben ja teilweise noch Kriege, auch Annexionskriege. Aber das waren bei uns die letzten Kriege, wo es wirklich um Land ging. Weil du kannst heutzutage nicht mehr in dieser althergebrachten Form aus Land Reichtum generieren. So. Mhm. Das war natürlich wichtig die ganze Zeit bis in die Neuzeit rein, wo Land quasi der Garant war für Reichtum, weil da konntest du Dinge drauf anbauen, du konntest Tiere halten, du konntest bababab. Ne? Also da war die Landwirtschaft ja auch noch viel, viel mehr, nicht nur eben zur Ernährung da, sondern tatsächlich auch zur Produktion von bestimmten Rohstoffen, die man dann brauchte, um daraus andere Dinge herzustellen, ne? Über Wolle, über ja. Und das ist natürlich was, das haben wir heute nicht mehr, weil, wie du richtig sagst, woanders unter anderen meist schlechteren Arbeits- und Gehaltsbedingungen auf der Welt kriegt man das viel billiger produziert. Und das lohnt sich dann sogar noch, das von sonst woher teuer ranzukarren, dann ist es trotzdem noch billiger, als würde man es hier machen. Ne? Das ist tatsächlich meiner Meinung nach auch mit wirklich der, nicht der ganze, aber doch schon der Hauptgrund, warum wir wahrscheinlich, warum wir in den letzten 70 Jahren bis jetzt hier von weiteren Territorialkriegen verschont wurden. Ja. Mhm. Siehst ja auch weltweit, man sucht sich ja dann auch Stellvertreterkriegsorte, wo man dann gegeneinander Säbel rasseln kann. Aber auch da ist es eben interessant, es geht nur noch um Einflusssphären. Ne? Also es geht nicht mehr um direkte Annexion und Besetzung, Okkupation, weil es ja auch unglaublich teuer ist, so ein okkupiertes Gebiet dann auch wirklich unter Kontrolle zu halten und das lohnt sich wirtschaftlich alles nicht mehr. Meist sogar dann noch teurer und noch anstrengender als die eigentliche Annexion an sich. Ja. Genau, ja.
Ja, und das ist, also ich weiß nicht, ob das eine gute oder eine schlechte Nachricht ist. Manch einer wird jetzt enttäuscht sein, dass die Ratio und die Empathie da doch nicht der ausschlaggebende Faktor ist. Ich finde es schon okay, wenn man selbst unter solchen nicht gerade sehr empathischen Gründen sagt, es funktioniert trotzdem so und damit leben wir alle ein ganzes Stück weit sicherer, ist auch schon okay. So. Was ich halt nur sehe, ist, wie gesagt, Wirtschaftssystem bestimmt das Sozialsystem. Wir haben in den letzten 20, 30 Jahren spätestens komplett auf globales Wirtschaftssystem umgestellt. Ne? Mhm. Und die Sozialsysteme haben darauf aber noch keine Antwort. So, das ist normalerweise wäre es ja so, dass wenn ich das Wirtschaftssystem global umstelle, dann müsste ja auch in jedem Land für alle Leute, für alle Arbeiter dieselben sozialen Standards gelten und Mindestlöhne und. Ne? Mhm. Und wir haben diese Globalisierung, dieses, wo muss ich hingehen, damit ich es noch billiger einkaufen kann, was natürlich die ganzen Probleme auch wiederum wie bei uns in der westlichen Welt nach sich zieht, dass dann dort Arbeitsplätze fehlen, dass es dann dort auch zu ja nicht mehr steigenden Löhnen kommt. Ich will nicht sagen Lohnsenkung, aber die steigen einfach nicht mehr. Ne? Und dieser Billiglohnsektor, der sich ja bei uns jetzt aufgebaut hat, der sucht ja auch schon seinesgleichen. Ja? Und das Sozialsystem hat eben keine Antwort drauf. Und ich glaube, das ist der Grund, warum auch so viele Menschen zornig sind und teilweise in komische Richtungen mitlaufen, sei es Querdenker oder sei es neue rechte Parteien, die den Leuten erzählen, komm, wir machen einfach alle Grenzen dicht und dann ist alles wieder wie früher. So, weil dann haben wir den Status quo wieder hergestellt und dann wird alles wieder sein wie in den 70er Jahren, wo Vater am Fließband bei VW richtig Patte gemacht hat und dann auch noch Firmenaktien gekriegt hat. Irgendwie. Nur das wird eben mit diesem Wirtschaftssystem, was wir haben, wird das nie mehr funktionieren. So, ne? Ja. Da muss man sich halt dann irgendwie entscheiden, was man möchte. Ich meine, wir haben heutzutage noch ein relativ passendes Beispiel, zumindest aus wirtschaftlicher Sicht, aus politischer jetzt nicht so ganz, mit Nordkorea, die sich ja auch komplett abschotten. Die so, wenn man es auf das Einfachste runterbricht, was eben, ich sag mal jetzt so, diese ganzen Strömungen so fordern, geschlossene Grenzen, wir wollen unsere Wirtschaft machen, wir wollen die D-Mark zurück, hat auch Vor- und Nachteile, ja klar, aber dass man sich halt so komplett abschottet. Was passiert denn dann? Man ist halt komplett raus, aber ist das so gut? Also es ist halt offenbar ja nicht. Ja, gut. Jedenfalls, wenn man nach Nordkorea guckt, also sofern man dahin überhaupt gucken kann. Ne? Ja, das stimmt auch wieder, aber das ist das ist dann wieder so eine politische Sache. Ja. Genau, ja. Ja, das kommt ja dann noch dazu, weil Leute brauchen ja auch Rechtfertigung dafür. Ne? Ja. Und so ein totalitäres System hat dann natürlich ganz schnell eine Rechtfertigung an der Hand, nämlich das System. Ja, ist ja logisch. Was man eben dann auf der anderen Seite sieht, wie bei uns jetzt auch, ist, dass mit zunehmender, mit zunehmender Ballung von Kapital, weil vom globalisierten Handel profitieren ja auch nur vor allen Dingen einige größere Akteure, ne? Wo es dann natürlich auch immer mehr zu Kapitalballungen kommt. Das Trickle-Down-Effekt ist ja relativer Quatsch, das wissen wir ja nur alle. Und du siehst auch, und das ist auch so ein bisschen eine interessante Parallele, wie im Weströmischen Reich dann ab dem späten zweiten Jahrhundert, wo man eben relativ wenig äußere Feinde hatte, aber eine fette Wirtschaftskrise. Und das war dann die Zeit der Bürgerkriege. So, und das ist was. Das sehe ich jetzt noch nicht hier, dass das irgendwie gleich losgeht und sonst was. Ich sehe aber tatsächlich die Gefahr, dass hier Konflikte immer mehr wachsen, auch im eigenen Sozialsystem, und dass es dazu auch wieder zu
zu Kampf und Krieg kommen könnte, ne? Was ja dann auch wieder ein ganz spannendes Thema für sich ist, nämlich Bürgerkrieg kontra Staatenkrieg. Ne? Stimmt. Ja. Ein sehr langes Thema, über das man sehr sprechen könnte. Und dann haben wir natürlich das Problem, dass es aufgrund dieses Wirtschaftssystems auch zu Verteilungskonflikten kommen wird, wenn eben Leute, die irgendwo gar nichts haben, ja, wenn die gerne auch was haben möchten und dort hingehen möchten, wo es ihnen besser geht, und die anderen sagen, nee, aber das ist unseres, davon geben wir nichts ab. Hm. Wenn man es so macht, dann kann es im Endeffekt auch nur zu Konflikt und Gewalt führen in der Inkonsequenz. Hm. Das hört sich jetzt erstmal sehr, sehr fatalistisch an. Sehr fatalistisch. Ja, aber es stimmt ja schon irgendwie. Also gerade im letzten Jahrhundert, so wenn man das ganze letzte Jahrhundert mal so von 1900 bis 2000 so betrachtet, da ist ja schon sehr, sehr viel passiert, was man so jetzt nicht unbedingt vorher in der Geschichte fassen konnte, was aber eine Korrelation und auch irgendwie eine Bedingtheit durch die Geschichte erfährt. Gerade, dass wir dann auch solche Konflikte haben, die aus sozialen Gefügen heraus resultieren, wie solche Sachen Kapitalismus gegen Kommunismus, gegen Sozialismus. Mhm. Also was ja jetzt nicht unbedingt ein Kriegsgrund an sich ist, wenn man in die Geschichte guckt, außer wenn man jetzt irgendeinen Vorwand braucht, um irgendein Nachbarland anzugreifen, aber dann eigentlich was anderes möchte. Aber worauf ja dann schon ganze Kriege oder zumindest Rechtfertigungen davon basiert wurden. Also. Ja. Und das ist ja dem Menschen offenbar auch immer sehr wichtig, eine Rechtfertigung für einen Krieg. Ja? Denn wir waren jetzt bei der Jungsteinzeit, da werden die wirtschaftlichen Voraussetzungen dafür geschaffen und dann eben damit auch die sozialen Voraussetzungen, dass man Konflikte im größeren Maßstab organisiert führen kann. Ne? Hm. Und dann machen sich Leute ganz schnell schon in der griechischen Antike Gedanken darüber, weil jedem irgendwie klar ist, auch schon damals klar war, dass Krieg ist eigentlich nicht cool, weil vor allen Dingen die Leute, die es erlebt haben, die sagen dann, die Leute, die es nicht erlebt haben, die schreien ja manchmal ganz schön romantisch durch die Gegend. Sie wollen auch wieder ins Felde ziehen, wie einstmals der Großvater, während der sagen würde, nee, lass mal. Und ja, da kommt dann, was ich finde, wichtig als nächsten Schritt, über den man sprechen sollte, die Lehre vom gerechten Krieg, also Bellum Justum. Ne? Ganz, ganz schwieriges Thema. Auf jeden Fall, ja. Sollte man aber trotzdem ansprechen, ne? Ganz wichtig dann auch in der Spätantike mit Ende des Weströmischen Reiches, mit hier Augustinus von Hippo, der das ja dann auch sehr, sehr ausformuliert hat. Ne? Und falls du dich dazu gerne mal jetzt zum, zum Thema Bellum Justum, hast du da Lust drauf? Also nicht auf ein Bellum Justum, darüber zu sprechen. Weiß ich jetzt nicht. Nee, klar, also das ist auch lustigerweise, was du hast ja am Anfang gesagt, hier bin ja auch auf YouTube unterwegs. Und gerade in den YouTube-Kommentaren findet man dazu auch sehr, sehr viel. Gerade wenn man solche Sachen macht, wie jetzt halt über solche Themen zu sprechen, kennst du ja bestimmt auch. Und was ich immer ganz spannend finde, ist dann zu gucken, von wem sowas tatsächlich auch kommt. Also klar, im Internet ist ja jeder irgendwie halbwegs anonym, aber dann irgendwie halt auch irgendwie nicht. Und ich finde es auch immer ganz spannend. Ich habe auch ab und zu mal Kommentare von Leuten, die direkt dazu schreiben, hier, ich war Soldat, ich war in dem und dem Einsatz. Und ich habe von den Leuten, die wirklich aus dem, ich sag mal, Berufsfeld, als breites Berufsfeld jetzt kommen, noch von niemandem gehört, dass Krieg irgendwie toll wäre und dass man irgendwie
anstreben sollte, einen Krieg zu führen oder anderen Leuten einen Krieg aufzuzwingen. Ja. Und das habe ich, ja klar, YouTube-Kommentare jetzt als Aufhänger, aber das habe ich auch, ich habe jetzt auch mit ein paar Leuten durch meinen Beruf als Historiker und Entwicklung und sowas, habe ich ja schon gesprochen, die auch bei größeren Konflikten jetzt schon dabei waren. Prominentestes Beispiel, ich hatte ein paar Unterhaltungen mit einem ehemaligen Wehrmachtssoldaten, also mhm. Zweiter Weltkrieg. Ja, was soll ich dazu sagen? Also wenn man mit diesem Menschen gesprochen hat, das war klipp und klar. Also der hat sich damals aus Druck verleiten lassen, in diesem Konflikt zu kämpfen. Und was er daraus gelernt hat, ist, dass Weltfrieden wirklich etwas ist, was man anstreben sollte. Ja, natürlich. Und deswegen, also auf einer persönlichen, nachvollziehbaren Ebene glaube ich deswegen auch gar nicht an das Konzept des Bellum Justum, also dass man sich irgendwas daran gerecht oder schönreden könnte. Natürlich aus staatlicher Sicht oder aus institutioneller Sicht ist das natürlich das erste Mittel, was man anwenden muss, um die Bevölkerung oder die Untergebenen oder was auch immer man gerade ansprechen möchte, irgendwie darauf vorzubereiten oder irgendwie dann glauben zu lassen, dass man jetzt für ein System, eine Religion, eine Ideologie nicht nur kämpfen sollte, sondern letztendlich auch in einer hohen Wahrscheinlichkeit sterben wird. Ja. Und ja, sowas kann man eben nicht auf persönlicher Ebene schönreden und dann kommt dann immer wieder das Thema, dass institutioneller Ebene. Genau, also institutionell, dass man dann irgendwie die Religion erhöht oder den Staat erhöht. Hier das genau. Thema Vaterlandsliebe das Vaterland, und sowas. Genau, das ist ja. gerade in Deutschland auch wieder sehr aktiv und bin ich gar kein großer Fan von so. Also jetzt nicht, dass nee, ich weil, Probleme weil mit Deutschland wir, hätte. Aber, wir, ja. Nee, ich auch nicht. Aber das Problem ist, dass ein bisschen bei Historikern ist es wie bei Ärzten, ne? Es ist wir wissen, wo das hinführen kann. Und man hat dann gleich immer Bilder von schlimmen Ergebnissen vor Augen, ne? Und der Arzt, der sieht eben auch nur meistens die Dinge, die dann schief gehen, ne? Und hat da ein bisschen weiteren Blick drauf als der Patient, der dann sagt, naja, ist doch noch gar nicht so schlimm. Ne? Mhm. Und genau ist das jetzt auch so wie bei dem Thema Vaterland, was du hier angesprochen hast auch. Ne? Weil es ist ja auch ganz natürlich, dass Leute sich mit einem Gebiet, einer Sozialkultur, einer sozialen Umgebung und identifizieren. Das ist natürlich auch evolutionspsychologisch für den Menschen als Säugetier wichtig, weil wir sind ja auch nicht ganz abgekoppelt von unserem reinen Dasein als Ergebnis der Evolution. Und natürlich ist es so, dass man sich als Mensch dort wohlfühlt, wo man Dinge kennt, weil dann fühlt man sich sicher. So, ne? Und dass das dann natürlich auch gerne überhöht wird, so, dann ist es eben, das ist hier das Schönste oder das ist das Beste oder das sind die besten Menschen, einfach nur, weil man das gewohnt ist, sich da wohlfühlt und dann da so auch so eine gruppendynamische Verbindung dann eben auch entwickelt, die man mit anderen dann eingeht. Das war ja der große Clou, als man wirklich die Nationalstaaten dann auf die Reihe gebracht hat, dass man Leute, die miteinander eigentlich gar nichts zu tun haben, ne, dass man denen wirklich glaubhaft machen kann durch gemeinsame Abstammung und gemeinsames Land. Wäre man jetzt irgendwie eins oder Leute, die man eben nicht kennt. Trotzdem hat man diesen Bereich des sich Sicherfühlens quasi im Sozialsystem so weit ausgedehnt, dass es dann irgendwie auch ganz natürlich war, dass man gesagt hat, klar, und dafür kämpfe ich auch und das Vaterland erwartet das von mir, ist ja meine vornehmste Pflicht und
ja, kann man sich alles schönreden. Sind wirklich ganz interessante Sachen, sollte man eigentlich noch mal mehr Podcast machen drüber. So, das ist, ja, wie gesagt, Weltgeschichte irgendwie in einer Stunde abgehandelt. Ja, das ist einfach. Genau, ja. Und das sind alles hochproblematische Sachen, weil ich kann sowas relativ relaxed sehen und neutral. Und viele Leute, die werden bei sowas natürlich sofort sehr emotional. Ja, und das wird ja auch immer wieder stark politisiert. Ja, was vielleicht auch verständlich ist, weil wenn man solche Sachen halt auch verinnerlicht hat, seien sie jetzt von irgendeiner Institution erstmal vorgegeben, so dass man jetzt innerhalb dieser Grenzen geboren wurde und da schon immer gelebt hat, und dann fühlt man sich vielleicht ja auch irgendwie zugehörig, und das kann man ja alles verstehen. Und wenn dann jemand daherkommt, der sagt, ja, aber das ist ja alles nur konstruiert und ja, du musst ja nicht das tun, dann natürlich, also dass da Leute dann irgendwie emotional werden, also verständlich. Auf jeden Fall. Und dann gibt es ja auch die andere Seite, die dann eben sagen, man sollte jede Form von Nationalstaaten zerschlagen und, wo ich auch denke, und mir wird seit Jahren immer wieder Linksversifftheit vorgeworfen, teilweise. Ne? Also ich bin ja, aber das ist zum Beispiel was, da denke ich mir so, also das ist jetzt eben die Verwaltungseinheit, in der die Welt organisiert ist, und die Nationalstaaten, wie sie jetzt sind, die sind an sich nicht schlimm. Schlimm ist es, wenn es zu Nationalchauvinismus kommt und daraus dann Krieg, Rassismus etc. resultiert. Mhm. Ne? Wenn es die Nationalstaaten nicht mehr gibt nach heutigem Vorbild, na, dann wird es irgendwelche anderen Verwaltungseinheiten geben, weil die muss es geben. Mhm. Ja? Wir können nicht 8 Milliarden Individuen auf der Erde sein, die ihr eigenes Ding machen. So. Mhm. Und eben darauf verzichten, irgendwelche zentralen Versorgungseinrichtungen, medizinische Einrichtungen und. Das geht eben nur, wenn du größere Verwaltungsinstitutionen hast, und nichts anderes ist ja letztendlich ein Nationalstaat. Diese ganze Überbau, der politisch emotionale Überbau, der kommt ja noch drauf. So, der ist ja, hat ja erstmal mit der Sache an sich eigentlich nichts zu tun. Genau. Mhm. Was ich interessant finde, übrigens beim Bellum Justum, als ich noch jung war. Nee, Aristoteles hat sich auch darüber Gedanken gemacht. Ja, ich glaube, der war das. Und der hat eben auch gesagt, du darfst keinen Krieg einfach so anfangen. Das ist nicht rechtens. Darfst dich jederzeit verteidigen. Klar, bap. Und dann hat er auch gesagt, na ja, aber dann gibt's noch was Drittes. Nämlich, es gibt Völker, die sind nun mal zum Sklavendasein bestimmt. Und der Krieg gegen die ist kein Krieg, sondern das ist wie Jagd. So, ne? Da muss man, dafür gilt das jetzt nicht hier, was ich mir gerade überlegt habe. So. Dann dachte ich mir auch so, Alter Falter. Ja, das solche Kommentare ziehen sich ja auch irgendwie durch die Geschichte durch. Also selbst ein Karl von Clausewitz schreibt ja in seinem Buch vom Kriege auch noch davon, dass ein Staat wie Polen gar nicht existieren dürfte, weil die Verwaltung wäre ja so marode, und es ist schon rechtens, dass der dann von Preußen und Österreich zusammen aufgelöst wurde. Also das hat ja unser großer Held Stauffenberg, der hat es ja auch geschrieben nach dem Polenfeldzug. Exakt sowas. Ne? Und dann liest du das und denkst, das ist schon komisch, aber das ist dann eben exakt dieser Nationalchauvinismus, der dann auch wirklich, und du siehst ja auch, da suchen die Leute sich dann einen Grund, ne? Ja, meistens eben dann andere Menschen als minderwertig anzusehen, und schon hast du einen Grund, warum du nicht empathisch sein musst und kein Mitleid haben musst. So. Bei manchen Menschen funktioniert es ja, bei vielen funktioniert es nicht, die
können sowas dann nicht machen und gehen daran kaputt, auch wenn sie erst mit einem gewissen, ja, politischen, institutionellen, wie auch immer, Überbau in so einen Konflikt gezogen sind. Für den ganz Großteil der Menschen ist das dann trotzdem zu viel und die haben dann natürlich ganz normales menschliches Mitleid. Und dann gerade, wenn der Gegner nicht mehr anonym ist im gegenseitigen Schützengraben, sondern ich erinnere hier an die Szene von Remarque hier, wo Paul Bäumer dann mit dem Franzosen im Trichterloch ist, ne, und ihn ersticht und dann sieht, oh mein Gott, oh, und dann irgendwie alles tun will, damit der doch noch lebt, weil er gerade nicht mit dem klarkommt, was er da von Hand gemacht hat. Ne? Das, ja, ja. Also diese innere psychologische Komponente ist natürlich auch ganz stark. Also, ja, dass man dann irgendwie das Ganze dann doch noch rechtfertigen muss, was man gerade getan hat. Und ja, dann vielleicht keine persönliche Rechtfertigung findet in dem Sinne. Und ja, das Institutionalisierte halt eben dann doch nicht reicht. Also dass man sagt, ja, ja, wir machen das, weil die sind aus irgendeinem Grund anders als wir. Und ja, ich habe jetzt gerade aber persönlich jemanden getötet und der sieht gar nicht so anders aus als ich. Oder der hat vielleicht... Genau, ja. Ja, der hat Gefühle. Ja, der, oh, hat mein Gefühle. Gott. Hätte ich mir gar nicht denken können. Ja, naja, gut, ja, ja. Aber ja, ja, absolut. Und eine Sache, die ich auch noch eben ansprechen wollte, also du hast jetzt ja eben schon gesprochen von Auflösung von Staaten, also dass wir dann dieses ganze Konstrukt, was wir über tausende von Jahren dann geschaffen haben, komplett auflösen. Aber was es da ja noch gibt, ist, dass man versucht, alle Staaten der Welt oder alle Personen der Welt, sag ich jetzt mal, in ein großes Gefüge reinzubringen, wie so eine Art weltumfassende, ja, Nation. Ne? Ja, ja. Ist ja auch so ein Konstrukt. Und da haben ja auch viele, viele Leute Angst vor, gerade wenn es so um die Auflösung ihrer eigenen Nation geht. Ja, wieso soll denn jetzt, ich könnte als Beispiel Deutschland nehmen, aber da kannst du eigentlich als Beispiel jedes Land nehmen. Wieso soll denn jetzt Deutschland aufgelöst werden, nur weil da so eine weltübergreifende Organisation auf einmal existieren soll, unter dem Gesichtspunkt, dass dann ja die Kultur verloren gehen würde und alles andere drumherum. Wo ich mir auch so denke, da habe ich neulich erst einen Vortrag drüber halten, also ein kleiner Teil von Vortrag, dass wir das ja so in der Form auch heutzutage schon haben, nur im kleineren Maßstab. Also wir haben heute das gebildete Deutschland, aber wenn du jetzt, keine Ahnung, beispielsweise nach Bayern gehst, da sagen die Leute auch, ja, ich bin Bayer. Oder gehst nach Hessen. Und dann sagen die Leute, ja, ich bin Hesse. Ja, ja, genau. Und ja, genau. Selbst wenn du dann sagst, ja, okay, du bist Hesse. Und dann gehst du nach Wiesbaden und sagst den Leuten, na, wie geht's dir denn, du Frankfurter? Und dann sagen die Leute, oh, ich bin doch kein Frankfurter, ich bin doch Wiesbaden. Genau, jetzt hör mal, beleidigt bin ich. Ja, 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 total. Und von daher, sowas kann man ja nicht auflösen, nur weil es im Titel nicht steht. Richtig. Und richtig, daher kann man auch ein Gefüge wie das konstruierte Deutschland oder die deutsche Kultur, wenn man die mal nimmt, könnte man gar nicht auflösen, selbst wenn man Deutschland als Verwaltungsorganisation auflöst. Ja, richtig, richtig. Finde ich auch total spannend. Das ist absolut richtig. Also auch, was du sagtest mit der weltumspannenden Organisation, das ist ja das, was ich vorhin auch meinte. Ne? Wir haben ein Wirtschaftssystem mittlerweile, was theoretisch, wenn das nicht gewaltsam alles wieder zerstört wird, gar keine andere Möglichkeit zulässt. So, weil das Sozialsystem, wie wir es heute haben, ist mit dem Wirtschaftssystem, was wir haben, nicht mehr auf Dauer friedlich kompatibel. So, es wird sonst zu Verteilungskämpfen kommen und. Und die eben vor allen Dingen nicht meiner Meinung nach auf Ebene von Territorien, sondern vor allen Dingen zwischen Bürgergruppen oder Menschengruppen, wo eine Gruppe halt sehr viel hat und die andere sehr wenig. Das ist das eine, ja, und das dann mit dieser Kultur, ne, oder auch bei uns ja immer das Beispiel deutsche Leitkultur. Ich weiß bis heute nicht, was das ist. Also jetzt nicht, weil ich es nicht wissen will, weil ich
ideologisch verbrämt bin, sondern ich weiß tatsächlich nicht, man hat bei anderen Ländern, denkt man immer, man hat einen total guten Eindruck, was da so die Landeskultur ist. Der Franzose hat halt Baguette und eine Baskenmütze und eine Flasche Pastis und gelbe Gitane und dann ist das die französische Landeskultur. So, ne? Was ja, wenn du dann dahin gehst, du siehst ja, das stimmt ja auch nicht, Mann. Ey, die Elsässer, die sind ganz anders drauf als die und unten am und. Ja, deswegen habe ich immer noch gesagt. Und Südfrankreich, ja. Man kann es. Also ich habe es jetzt am Beispiel von Deutschland gemacht, klar, aber man kann das auf jedes Land münzen. Ja. Aber gehst nach England oder ins Vereinigte Königreich. Genau. Und dann sagst du, na, wie geht's dir, du Engländer, sagst du einem Schotten gegenüber und dann wird es schon schwierig. Dann gibt's sofort Androhungen. Nee, aber ja, und wenn du dann mal wieder zurückguckst in die teilweise auch als lange Zeit überlieferte Kultur, viele Leute denken ja zum Beispiel Trachten, ne? Trachten wären uralt, so. Haben keine Ahnung, dass auch dieses Trachtenwesen eigentlich ein Produkt dieses 19. Jahrhundert Nationalfindungsdings ist, so. Dass da teilweise Sachen auch ganz neu dafür erfunden oder konstruiert wurden, ja, weil man eben, ich will aber schon, dass die hier eine Tracht haben und die hier eine Tracht und das sollen die zeigen und dass das aber wirklich wie ganz viele andere Sachen, von denen man heute denkt, ist ja uralt, war ja schon immer so, ne, dass das im geschichtlichen Maßstab ein Klacks ist, so, ne? Das und da sieht man dann eben auch, dass sehr viele Grundfesten, die man sich dann selbst baut, auch in einer gewissen Nationalromantik, um das eben auch zu unterfüttern, warum liebe ich diese alte Kultur so sehr und so, dass das eben auch nur eher was Konstruiertes ist, als was wirklich da war. So, ne? Der Mensch funktioniert offenbar so. Der Mensch will dazugehören, der Mensch möchte sich sicher fühlen, der Mensch möchte das Gefühl haben, die Gegend, in der er lebt, die kennt er und er möchte vor allen Dingen die Menschen, die ihn umgeben, einordnen, ne? Weil er sich dann sicher fühlt und darum, das war auch einer, glaube ich, der großen Vorteile, die dann eben die Bildung der Nationalstaaten mit sich brachte, ja, dass du sagen konntest, als Preuße, das ist ein Bayer, okay, aber wenn wir gemeinsam im Schützengraben liegen, dann sind wir wenigstens beide Deutsche, ja. Obwohl wir uns vor 100 Jahren noch gegenseitig hier, ne? Also, ja. Ja, und dann, da wären wir tatsächlich auch wieder beim Thema der Jungsteinzeit, weil da haben wir ja wirklich auch diese, oder beziehungsweise ja noch nicht mal Jungsteinzeit, also das geht ja schon bis ins Tierische zurück, dass man sich, also dass unsere Vorfahren, jetzt sage ich mal so, sich da halt irgendwie zusammengetan haben in Gruppen. Und dass das dann für Sicherheit gesorgt hat und für später dann halt eben auch für Wohlstand, für Schutz gegenseitigen. Das, also es hat ja auch einen Sinn. So ist es ja nicht. Und das ist auch ein Thema, da kann man viel drüber reden, sollte man auch, muss man ganz vorsichtig machen, weil wir wirklich wertfrei. Ne? Ich habe ja auch in einem Podcast mit Adam, habe ich das schon mal angedacht, dass man sich mal wirklich mit einem Sozialpsychologen oder einem Biologen / Evolutionspsychologen unterhält. Ne? Was zum Beispiel Sachen wie Xenophobie, also Fremdenfeindlichkeit oder sich dieses bedroht fühlen von Fremden, ne? Inwiefern das etwas Kulturelles ist, oder inwiefern das vielleicht sogar auch etwas Verhaltenspsychologisches ist, was im Menschen angelegt ist, der sich natürlich in Gruppen organisiert. Alle wollen sich in Gruppen organisieren. Und als der Staat an Bedeutung verloren hat, haben dann in den 70er, 80ern die Leute eben angefangen, sich in Subkulturen zu organisieren. Weil dann kannst du eben sagen, okay, der
Ich kenne ihn zwar nicht, aber der hört Metal und hat dasselbe an wie ich und da wird man sich schon verstehen irgendwie. Ne? Ja. Es ist immer wieder dieser Wunsch, sich mit Leuten in Gruppen zu organisieren, wo man zumindest denkt oder das Gefühl hat, aufgrund bestimmter äußerer Merkmale, auch wenn ich den nicht kenne, kann ich mich da trotzdem sicher fühlen. So. Mhm. Das finde ich tatsächlich auch sehr spannend, weil die Auswirkungen davon, also dass das ja in den letzten 50 Jahren so angefangen hat, die spüren wir ja heutzutage sehr, sehr stark. Also ja. Natürlich hat es weniger mit Krieg zu tun. Also Kriege, weiß ich nicht, ob die jetzt schon daraus entstanden sind, aber eben Konflikte Gewalt zwischen... Gewalt und Konflikt ja, Gewalt auf jeden Fall. Ja, ja. Aber Gewalt zwischen einzelnen kleineren Gruppen oder auch Gewaltandrohungen genau. Zwischen kleineren Gruppen. Genau. Ob es jetzt, weiß ich nicht, ob der Aufhänger Feminismus ist, LGBTQ, dass man Metal mag oder irgendwas. Ja. Also finde ich tatsächlich auch sehr spannend dahingehend. Bin ich jetzt nicht der Experte für, aber ja. Nee, ich auch nicht, aber ich würde gerne mal mit jemandem sprechen, der sich da mehr, weil es sind Beobachtungen, die kann man machen. Die Frage ist eben, wie sollte man das gewichten? Inwiefern ist es auch, und du siehst es ja immer wieder in Gruppen, dass es dann in diesen Gruppen bestimmte Individuen gibt, die sich dann in ihrer Gruppenzugehörigkeit radikalisieren und für die dann nur noch das vorkommt und zählt. Also die dann auch selbst, wenn man eigentlich sagt, okay, ich meine, wie zum Beispiel bestimmte Formen von militanten Tierschützern, jetzt wäre hier mal mein Beispiel. Ne? die und ich, ey, nichts gegen Tierschützer, go for it. Ja, also aber absolut. Da sind ja dann auch Anschläge verübt worden, wo Menschen verletzt wurden und. Und da hat man dann das Gefühl tatsächlich, dass der eigentlich gute Grund, weswegen man sich zu einer Gruppe dann auch dazu zählt, die eben dasselbe will, dass der dann in den Hintergrund tritt und einfach nur noch zur Rechtfertigung von überbordener Gewalt dient. So. Mhm. Wo wir wieder beim Thema sind, Bellum Justum. Ne? Ja, weil auch die sagen ja, die Tiere sind wichtig und ich muss die jetzt schützen und natürlich darf ich schossen werden. So. Mhm. Ja, die kurze Frau Meinhof-Anspielung sei mir gestattet. Okay. Weil, also die hat sich ja dann eben auch selbst so radikalisiert. Das ist, wenn du das hier, wie war das irgendwie, der Mensch in Uniform mir gegenüber ist kein Mensch, sondern irgendwie ein Schwein und natürlich darf ich schossen werden. So. Das ist auch ein gutes Beispiel dafür. Ne? Kann eigentlich nicht sein, sowas. Und sowas kann man auch nicht gutheißen. Ja, aber in Gruppen kommen dann immer wieder Leute dahin, die sich radikalisieren und was dann tatsächlich auch in Gewalt mündet. So. Mhm. Aus irgendwelchen Gründen. Und weil andere dann eben auch mitmachen wollen oder müssen. Ja. Oder wenn sich diese Gruppen dann, also wenn sich diese einzelnen Elemente aus diesen Gruppen dann auch zu einer neuen Gruppe zusammenschließen und man wirklich eine Gruppe hat, die nicht nur im Kern, sondern die ganze Gruppe ist schon von sich aus radikalisiert und gewaltbereit. Also dann hat man schnell ein Problem. Und wenn du dir Armeen anguckst, also kommen wir mal wieder nochmal zu dem immer wieder schwierigen Beispiel, was du sagtest vorhin, junger Mann, der eben damals zur Wehrmacht eingezogen wurde und kämpfen musste. Ne? Mhm. Du hast dann auch in solchen Armeen, du hast dann zwar von außen eine homogene Gruppe, aber von innen natürlich eine total inhomogene Gruppe, weil da gibt's dann Leute, die wollen nicht da sein. Dann gibt's Leute, die schalten irgendwie ab und versuchen irgendwie nur unterm Radar zu bleiben und dann entstehen eben immer auch wieder Leute oder auch Kleingruppen von solchen besonders Radikalisierten, die dann auch sehr, sehr schlimme Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit begehen. Mhm. Und das hatte man ja bis jetzt in allen größeren Konflikten mit größeren Armeen. Ja. Mhm. Das ist dann, ja? Ja, Entschuldigung. Nee, da hatte ich auch jetzt so, wo du über Homogenität von Gruppen redest und sowas, hatte ich auch
ein sehr spannendes Interview mit dieser Person, also diesem ehemaligen Wehrmachtssoldaten. Ja. Er hatte, so wie er es mir damals erzählt hat, also die Person ist mittlerweile gestorben, ist 2014 gestorben, hatte er damals einen Freund noch vor dem Krieg, das war so ein Schulfreund, mit dem war er dann irgendwie 10 Jahre befreundet. Und die wurden dann beide einberufen. Und die Person, die ich dann interviewen durfte, die war von sich aus schon so gegen den Krieg. Also wollte jetzt nicht unbedingt an der Front kämpfen und sterben, weil man halt nicht wirklich davon überzeugt war. Ja. Und hat dann immer alles Mögliche versucht, um da eben nicht an die Front geschickt zu werden. Hat dann auch hier bei seinen Offizieren immer Geige gespielt, damit die ihn eben mochten und da behalten wollten und sowas. Ja, 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 ja. Und kurz vor Kriegsende hat er dann einen Brief bekommen von seinem Freund, weil der Freund war irgendwie in einer anderen Einheit. Und der Freund hat dann geschrieben, ja, hier so und so, ich freue mich gerade richtig drauf, ich habe endlich den Befehl erhalten, an die Front zu gehen. Ich darf jetzt gegen die Russen in Frankfurt an der Oder kämpfen. Ich darf es schon mal, also der hat sich richtig drauf gefreut, seinen Vater dann verteidigen zu dürfen. Und wenn man jetzt so, wer im Zweiten Weltkrieg kennt Frankfurt an der Oder, da war der Krieg schon lange vorbei und da hatte sich das wirklich Ding nicht war durch. Mehr gelohnt, irgendwie zu kämpfen. Da konnte man nur noch sterben. Und das war dann auch das Letzte, was mein Interviewpartner von seinem Freund gelesen hat. Und als er dann nach dem Krieg nach Hause kam, also da lag dann ein Stapel von Briefen bei ihm. Ja. Und einer dieser Briefe war eben mit schwarzem Rahmen und mit dem Namen von seinem Freund. Ja. Also, ja, scheiße. So viel dann zum Thema Homogenität von Armeen. Ja, ja, genau. Der eine wollte gar das, nicht und der andere konnte es gar nicht erwarten. Ja, ja. Das ist und das ja auch natürlich in der Aufarbeitung dann von sowas. Ich meine, im Zweiten Weltkrieg ja sowieso, weil ja da noch institutionalisierter Massenmord dazu kam. Mit den KZs und dann auch teilweise ja wirklich institutionalisierte Massenerschießungen, gerade im Russlandfeldzug und ne, das ist ja noch einen ganzen Zacken schärfer, als was man so, ja, wie soll man das sagen, als was man kannte oder und trotzdem ist es in der Aufarbeitung immer noch schwierig. Also du kannst halt nicht sagen, unter vernünftig logischen Gesichtspunkten, das waren alles Verbrecher, so, weil das ist eben eine inhomogene Gruppe. Und ich, ja, wie gesagt, also ich werde ja immer gerne kritisiert, weil ich ja bekennender Linksversifter bin, aber mir würde zum Beispiel nie einfallen, irgendwie zu sagen, man macht jetzt einen jungen Mann von 18 oder 19, der vom System als Soldat einberufen wird, einen Vorwurf, dass er sagt, nein, ich gehe nicht, ich mache das nicht, ich stelle mich jetzt hier hin und ich das. Ey, es war doch für die Erziehung damals und für das ganze Verständnis und, das war erstens, das war quasi nicht möglich, ja. Also natürlich gibt's dann immer Ausnahmen, die das auch gemacht haben, aber da kommt dann eben das Zweite dazu, dass man dann natürlich selber schlimme Repressalien befürchten musste. Und ich sag mal, der durchschnittlich empathische und durchschnittlich zu der Zeit in sein soziales Umfeld eingebettete junge Mann, der wird halt gesagt haben, Na, hoffentlich komme ich da raus wieder. So. Und dann seine Sachen genommen haben und dann losgegangen und dann schlimme Sachen erlebt. So. Mhm. Das war der normale Weg, ja. Und das ist traurig genug. Ja, ja, also da habe ich auch einige Sachen gehört von dieser Person da. Das war selbst beim Zuhören ist mir schon eiskalten Rücken runtergelaufen. Ja, auf jeden Fall. Harter Tobak. Das ist halt was, wenn wir nochmal zum Bellum Justum zurückkommen. Ne? Mhm. Augustinus, ja, der ja dann schreibt, okay, Angriffskrieg darf man nicht führen. Also das ist ja eine Einstellung, die hat sich ja bis heute
erhalten, ne? Dass Angriffskriege ja eigentlich abgelehnt werden, so als was moralisch verwerflich ist. So. Er schrieb aber auch, dass Krieg an sich nichts Schlechtes ist. Also die Institution Krieg an sich, da ja Gott allmächtig ist und wenn er eben Krieg zulässt, dann kann man jetzt nicht per se sagen, man darf keinen Krieg führen, also so wie man Dinge nicht machen darf, die entgegen irgendwelchen Geboten stehen. Und wenn eben ein richtiger Grund da ist, dann ist es auch okay, einen Krieg zu führen. So. Und ich finde es, also jetzt mal wirklich ganz, ganz krass runtergebrochen, so, ne? Das wirklich, nicht, dass ihr jetzt denkt, das hat Augustinus so geschrieben, der hat sich dafür zu, und das ist wirklich spannend, das zu lesen. Sollte man mal tun, wenn man sich dafür interessiert. Denn noch 1500 Jahre später jetzt, gilt eigentlich die gleiche Philosophie, ne? Du sollst keine Angriffskriege führen. Angriffskriege sind böse, ja. Selbst jemand wie die Nazis musste irgendwie einen Angriff auf den Sender Gleiwitz fingieren, damit man einen Grund hat. Ne? ja, weil es eben undenkbar, dass man sagt, nee, wir müssen uns wehren. Wir müssen, und die Notwehr oder die Landesverteidigung ist ja immer mit der beste Grund, womit man dann auch Menschen ziehen kann. So, und die dann auch erstmal motivieren kann. Beim Ersten Weltkrieg war es dann halt eben hier sowas wie das Attentat, was man dann instrumentalisiert hat und gesagt hat, so jetzt sieht man, und das ist ja quasi dieses wunderbare Konstrukt der Offensivverteidigung, ne? Also ja. Präventiver Erstschlag quasi. Das ist auch, also das ist schon schön, wie man sich das zurechtlegen kann, und es geht weiter durch. Guck dir die Amerikaner an mit dem fingierten Tonkin-Zwischenfall hier und oder auch mit den Massenvernichtungswaffen im Irak, die es nicht gab, ja, und. Also es ist, der Wunsch ist stark, einen Kriegsgrund zu schaffen, der einen selber nicht als den Verbrecher dastehen lässt. Absolut. So. Ja, und selbst noch auf selbst noch auf persönlicher Ebene, also dass man das dann noch versucht, dann irgendwie runterzubrechen, gerade wenn so, gut, Augustinus hat damit jetzt weniger zu tun, aber wenn man so, sagen wir mal, 1000, 1500 Jahre zurückgeht, Christentum, alles, was irgendwie mit Gott zu tun hat, da hatte das Christentum an sich ja schon Probleme mit, weil eben ganz klar irgendwo geschrieben steht, ne, du sollst nicht töten. Und auf einmal soll man da irgendwelche Leute, ich meine, beim Verteidigen, da ist das natürlich noch in Ordnung. Genau. Da verteidigt man sich ja nur, da hätte jemand anders. Ja. Krieg. Genau, ja. Aber wenn es dann so in Richtung Kreuzzüge geht, da steht das Christentum auf einmal ein bisschen blöd da. Und so der mittelalterliche Ritter, der Miles Christi, der kommt ja eigentlich auch erst auf, weil man eben institutionell beschließt, okay, wenn du das im Namen Gottes machst und auch nur Leute tötest, die nicht deinen Gott, unseren Gott anbeten, dann ist das in Ordnung. Dann gibt es für dieses Du sollst nicht töten Gebot eine Ausnahme. Und dann, das gründet sich übrigens auch wieder auf Augustinus von Hippo. So. Ja, genau. Ja. Also die Institutionen finden immer ein Weg, dass man da irgendwie drumherum schifft. Selbst wenn es solche klaren, eindeutigen Gebote gibt, wie du sollst nicht töten. Klarer geht's eigentlich nicht. Ja, ja. Nee, und das ist, wenn du dann mal guckst und eben auch so, ja, wie eben wir mit dem Zweiten Weltkrieg hier, ne? Das ist ja für uns als, also für ganz Europa war es natürlich traumatisierend, aber auch gerade als Deutsche ist es ja heute immer noch traumatisierend, und ich finde es natürlich total richtig, dass man, wenn sagen ja viele Leute, jetzt ist doch mal gut, jetzt ist es lange her, jetzt brauchen wir nicht mehr. Nee. Im Gegenteil, sowas muss ganz richtig gut aufgearbeitet werden, und wir dürfen auch das Thema Gewalt und Konflikt nicht aus dem öffentlichen Raum verbannen, denke ich. Wird ja auch immer wieder hier zum Beispiel dem
Ralf Rath hier, dem Chef vom Panzermuseum. Ne? Hervorragender Historiker, ein ganz feiner Kerl, und der macht es halt genau richtig. So, es ist notwendig, dass man sich auch mit sowas beschäftigt im öffentlichen Raum. Der macht da ganz tolle Sachen zu. Und da verstehe ich es dann auch nicht, wenn dann irgendjemand kommt, wo wir dann wieder bei inhomogenen Gruppen sind, ja, wo jemand anders von außen, der jetzt nicht so auf meiner politischen Meinung ist, der sagt, ja, aber ihr seid doch beide da aus einer so einer linken Ecke, aber ich habt natürlich nichts mit dem zu tun, der sich dahin stellt und einen rosa Farbbeutel schmeißt. Ne? Weil es hat so gar nichts zu tun mit meiner Wahrnehmung der Auseinandersetzung mit dem Thema und auch der Notwendigkeit, sich klarzumachen, dass auch in Zukunft Gewalt und Konflikt immer zu menschlichen Sozialsystemen dazugehören wird. Und das sollst du dir ja nicht bewusst machen, damit du sagst, naja, ist halt so, jetzt gehe ich mal fröhlich los und hau irgendwas zu Klump, sondern man muss es sich klar machen, damit man immer besser daran arbeiten kann, wie man sowas eben verhindern kann. Ja. Ja, beste Zitat steht an der Frontseite des Panzermuseums. Ja, wenn du Frieden willst, dann rede vom Krieg. Besser genau, kann man es nicht ausdrücken. Genau, ja. Und das ist, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich kriege ja auch manchmal irgendwie von Leuten gesagt, ja, ist ja schon komisch, wenn man sich so viel mit Militärgeschichte beschäftigt oder dies, das, da muss man ja auch schon ein Faible haben für und so. Und ja, genau, also das ist mir auch manchmal ein bisschen merkwürdig, weil wenn ich mich mit einem anderen Forschungsfeld beschäftige, heißt das ja auch nicht, dass das mein persönliches Hobby ist. Weiß ich nicht. Fleischfressende Bakterien oder sowas. Nee, ja. Ja, was man so als Hobby hat, eben mal, genau, mal Krieg machen. Richtig, ja. Heute jeden war Krieg machen. Ja, nee, ich weiß nicht. Also es ist, aber da fehlt wirklich auch ein bisschen die, also man kann dazu natürlich eine emotionale Meinung haben. Ich lehne Krieg ab, ich lehne selbstverständlich natürlich, also muss man ja eigentlich gar nicht sagen, Verbrechen gegen die Menschlichkeit ab. Mir wäre es auch lieber, wenn auf der Welt alles Friede, Freude, Eierkuchen wäre und jeder die gleichen Rechte, die gleichen Möglichkeiten hätte. Dass es dann natürlich immer wieder Leute geben wird, die mit Gewalt Delikten oder Delikten gegen das Leben straffällig werden, ja, wird wohl so sein, weil es offenbar zum menschlichen Sozialsystem mit dazu gehört. Aber wenn man eben darüber spricht, wenn man das durchdringt, wenn man das untersucht, ob es nur institutionalisierte Gewalt ist in Form von Krieg oder ist diese ganzen wichtigen psychologischen Untersuchungen dafür, dazu zum Beispiel, wie entwickeln sich in Kriegen Gruppendynamiken in Armeen, ne? Dass plötzlich Gräueltaten begangen werden, die der individuelle Soldat vorher überhaupt nicht für möglich gehalten hätte wahrscheinlich. Und wenn man ihm das im Vorfeld gesagt hat, du wirst das machen, da wird es viele Leute geben, die im Vorfeld Stein und Bein geschworen haben, sowas würden sie nie machen. Ne? Und wie kommt es dann eben auch innerhalb der Gruppe zu solchen Radikalisierungen, zu solchen Aufschaukelungen? Ja, das sind alles spannende Themen. Spannend in Anführungszeichen, aber man muss sich damit beschäftigen, damit man die Dynamiken versteht und das durchdringt. Ne? Für Prävention. Ja. Genau. Noch eine letzte Frage. Warst du eigentlich beim Bund? Ich? Nee. Ja. Ich habe Zivildienst gemacht damals. Okay. Ja, ich war tatsächlich da. Genau. Das, aber auch nur Grundwehrdienst. Aber also kann man dir das auch schon mal nicht vorhalten? Nee, das kann man. Und das mir wird das tatsächlich öfter vorgehalten. So. Echt, ja? Ja, ja, also dass ich über Krieg rede und war noch nicht mal beim Bund. Haben sie überhaupt gedient? Ja, ja, also okay, das ist
gerade bei Leuten, die halt offensichtlich gedient haben und auch lange Jahre, ist das das Hauptthema. Aber dass die Aufarbeitung von Krieg jetzt nicht unbedingt etwas mit aktiv Krieg führen oder aktiv gedient zu haben zu tun hat, das ist dann wieder was anderes. Ne? Warum ist es das Hauptthema? Gruppendynamik, Zugehörigkeitsgefühl, der hat gedient, ich habe auch gedient, okay, wir haben was gemeinsam, redet man gleich auf einem ganz anderen Level. Ne? So, das ist echt, also es funktioniert immer wieder so. Es ist erstaunlich. Und als Wissenschaftler ist man ja nach einigen Jahren, wenn man älter und weiser wird und Sachen immer mehr lernt, objektiv zu betrachten, ist man ja aus so einer Denkenswelt schon fast raus irgendwie. Ne? Aber darüber vergisst man dann eben, dass es im normalen Leben tatsächlich so funktioniert. Ja, und dann wundert man sich manchmal und dann denkt man sich auch neu. Ja. Ich streite mich nicht, ich gehe lesen. Das ist eine gute Einstellung. Alles klar. Ja, dann danke ich dir. Hast du noch ein schönes Schlusswort? Bei Schlussworten bin ich immer doof. Das kriege ich selbst von meinem eigenen Kanal nicht hin. Also hier könnt ihr jetzt sagen, Krieg ist nicht gut, lasst es sein. Genau, das wäre gut. Das möchte ich hier unterschreiben. Und ja, genau. Hoffen wir auf eine bessere Zukunft. Genau. Dann danke nochmal für die Einladung. Ich habe mich sehr gefreut, hier zu sein. Gerne. Bis demnächst mal wieder. Tschüss. Ciao. Ihr Lieben, wenn ihr es nicht schon seid, werdet Patreon. Für nur $3. Also ab $3. Bis, also da gibt es überhaupt, also bis erwerbt ihr quasi das Kaptorga Bürgerrecht. Dann seid ihr bei Patreon. Dort findet ihr unzählige andere unveröffentlichte, völlig geheime Podcasts, die wir nie, und wir versprechen das, nie der Öffentlichkeit preisgeben werden. Allein schon, weil sie so dermaßen, oh mein, oi, also nein, da, pst, das bleibt halt unter uns. Also dabei Patreon, da könnt ihr mit uns reden, ihr könnt uns anschreiben. Da ist es auch noch ein bisschen persönlicher und wir freuen uns und können noch mehr schöne Podcasts für euch machen und Videos und unser allgemeines Ringen, wieder die Windmühlen historisch falscher Darstellung von Dingen fortsetzen. Danke euch, habt einen wunderschönen Tag. Ciao.